Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6 auf meinem Kanal. Und ja, ich habe ein Problem lokalisiert. Vielleicht seht ihr es auf den ersten Blick auch schon. Linie 1. 31 Leute warten, Zug ist gerade weggefahren. Hier warten 109 Leute Richtung London und in Oxford warten 74 in Richtung London. Das heißt, wir werden diese Linie jetzt ersetzen, die Züge. Wir haben jetzt im Moment 53 Leute hier drin. Finanzen ist jetzt endlich mal plus, deswegen werden wir jetzt immer neue Züge hier raufknallen. Lass mal gucken, was wir haben. Auf jeden Fall kommt hier was Elektrisches drauf. Da könnte man überlegen, ob man hier die Englischen nimmt, aber da sind wir noch zu wenig Leute für da. Beziehungsweise, weil wir jetzt 4 haben, dann müsste ich welche runternehmen. Wir haben hier noch den Grünen, der hat 144, kostet aber auch ein Schweinegeld. Die haben jeweils 60. Sind dann 2,5 Millionen. Die haben 2,3 Millionen. Hat 190. Hat echt schon eine schwere Frage, was man da letztendlich dann da draufsetzt, ne? Das ist alles nicht so dolle. Könnte halt, oder man macht halt 2 hiervon. Das wird auch noch gehen. Das wären 1,4 Millionen. Dann hätten wir jeweils, das Aufkommen halt verdoppelt. Wir können auch 2 hiervon nehmen. Weil die würde ich... Die haben 144 auch 2,5 Millionen. Ja, die würde... Die sind zu groß. Die sind zu alt. Und bei Diesel möchte ich endlich nicht draufsetzen. Habe ich aber sowieso auch nichts Passendes. 45, 38, 120 ganzen IC raufsetzen, das macht ja auch keinen Sinn. 84, das macht alles keinen Sinn. Dann würde ich fast sagen, wir machen die in Doppeltraktion. Ja, genau, wir machen die in Doppeltraktion. Zack, zack. So 132 Metern. 1,50 sofort ersetzen. Ja. So. Und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Hier kommt jetzt einer. Hier waren ja nun echt viele Leute. Ich weiß nicht, was hier gerade für ein Bauboom herrscht. Hier 148 auf einmal. Alter Schwede. Muss es gerade auf jeden Fall richtig abgehen. So. Müsste der jetzt einmal gleich doppelt so lang werden. Bam. So, jetzt kriegen wir sie trotzdem nicht alle mit. 70. Aber stehen noch genug. Stehen noch 71. Hallo, du hättest noch 30 Leute mitnehmen können. Was soll der Spaß denn? Freund, kannst du nicht machen. Lässt du einfach die Dudes hier stehen oder was? Er lässt die Dudes da einfach stehen. Er nimmt sie alle mit. Wo ist der nächste? Mal gucken, bis der nächste kommt. Da kommt er nämlich schon. Wir müssen uns das mal gerade angucken. So, jetzt. Zack. 26. Bleiben noch stehen. Okay, er ist voll. Dann ist in Ordnung. Dann nimmt er die aber alle mit. Das pendelt sich natürlich jetzt ein. So, hier kommt der nächste. Der ist natürlich jetzt... Oh, der hat auch 95 gemein geladen. Wo die Stadt jetzt hier wächst. Das ist ja gerade der Hammer. 448. Oxford hat auch schon 300. Was haben wir... Hä? Habe ich eben die Zeit laufen lassen, wo ich essen war? 409. Was? Was geht hier ab? Auf jeden Fall geht es hier steil nach oben. In 10 Jahren haben wir 2000 Leute dazu. Und mit der Kurve geht das jetzt nochmal eine Nummer schneller. Deswegen, das wird irgendwann nicht lustig hier auf dieser Map. Ich hoffe mal, dass es
nicht zu lustig wird. Ihr wisst, was ich meine. Das ist aber gut für unsere andere Linie. Dann werden die endlich auch mal ein bisschen voller. Auch London wächst hier. Wird immer größer. Na gut. Hiermit werde ich mich im Offscreen ein bisschen weiter mit beschäftigen. Wenn... Komm mal so zum Rumbasteln, weil jetzt hier... Ein paar Sachen werde ich mit euch noch zusammen machen. Aber jetzt zum Beispiel jetzt hier einfach hier irgendwie Mauern ziehen oder sowas, das ist glaube ich ein bisschen langweilig. Das muss ich euch nicht antun. Das Betriebsgelände werden wir dann so schon schön machen. Optisch sieht das ja jetzt schon mal ganz geil aus, was wir jetzt bisher gebaut haben. Dann hier mit Zügen stehen, die ganzen Signale müssen ja noch kommen und. Da ist noch genug zu tun, so ein paar Kleinigkeiten, die kann ich hier noch machen. Und dann können wir hier noch irgendwie ein Bürogebäude, ich muss halt noch ein paar Mods aktivieren. Die ich noch nicht aktiviert habe, hier mit den Schranken und auch mit den verschiedenen Straßen. Und dann gucken wir mal, was wir da so haben, weil ich möchte hier nämlich gerne so eine große Schranke haben oder zwei, die sich halt in der Mitte dann treffen. Die dann zwar auf sind, dass hier dann die Autos im Notfall auch durchfahren können, aber dass es halt aussieht, als wenn es dann halt auf so ein abgeschlossenes Gelände wäre. Weil hier haben wir jetzt ja unsere kleinen Bauarbeiter, die hier am Gange sind. Ja. So, jetzt hat er natürlich auch gut zu tun hier, ne? Ja, ist doch schön. 87 wollen damit fahren. Er hätte mal einen 37. Er kann 90 transportieren. Na, das wird jetzt ja auch lustig. Oh Gott. Das sieht ja auch lustig aus hier. Die Kurve ist ein bisschen sehr eng für ihn. Da kommt er nicht so ganz drauf klar. So, jetzt kommt hier der nächste. Der bringt 60 und muss dann 95 mitnehmen. Ah, super. Da könnte man höchstens den so takten. Da kommt nämlich jetzt keiner, der andere kommt erst da. Dass man hier noch einen weiteren draufsetzt. Das kriegen wir hin. Das können wir mal gerade noch machen. Einen weiteren darauf. Da. Boah, das passt gerade so. So, elektrisch. Zack, welchen habe ich denn da genommen? Ja, nehmen wir den 15er. Zack. Ne, das ist ein anderer. Egal. Ich habe, glaube ich, den 24er genommen. Macht ja nichts. Der kann auch 90 Leute transportieren und fährt auch 120. Also, alles gut. So, er kann jetzt ja nicht alle mitnehmen. 90 und es warten noch 18 und jetzt kommen wieder frische 106 an. Wird nämlich jetzt gleich hier wieder voll. Wahrscheinlich. Und direkt da, jetzt geht es gleich langsam los. Nee. So viel steigt es doch gar nicht. Doch jetzt. Jetzt kommen die Leute an. Ah, sind wir schon wieder 73. Also, von daher schon ganz gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Da hinten kommt auch schon der nächste. Können wir mal kurz nochmal anhalten, obwohl der bleibt ja eh gleich stehen. Der andere kommt da, perfekt. Weil der muss jetzt gleich hier warten, bis er wieder rausgefahren wird. Das dauert ja auch immer ein bisschen. So. Ja, und dafür, dass wir hier noch gar keine Güter oder sowas haben, geht das ja schon echt gut ab. 406 Leute. Die sollen mir nur nicht zu dicht hier rankommen. Wie gefällt mir das gut, dass wir hier so im Wald liegen. Schön weit weg. Zack. Aber Gewinn macht die Linie noch nicht. Ja, der ist auf jeden Fall fast voll. Er wartet jetzt hier schon hier oben. Der andere kommt da hinten. Mal gucken, dass er nicht zu dicht auffährt. Okay, die werden sich halt jetzt von alleine takten. Weil anders geht das jetzt ja eh nicht. So, jetzt fährt nämlich gleich der andere erst los. Jetzt. Dann steht er nämlich gleich wieder an. Der andere kommt jetzt da hinten.
Na, mal gucken, wie das wird. Er geht jetzt rein, der andere kommt von hier. Bevor der steht, ist der schon da wahrscheinlich, ne? Ah, nicht ganz. Aber fast. 150, so jetzt muss er anhalten. Weil er sich jetzt gleich erstmal raustuckern muss. Der andere lädt gerade da hinten. Jetzt ist es auf jeden Fall besser als eben. Der Abstand wird ein bisschen größer. Dann passt das schon. Also 5G, 6 wäre jetzt schwierig. Jetzt kommt der wieder rein mit 76. Alles gut. Kann man so machen. Was jetzt hier allerdings in dieser Stadt abgeht, das kann ich nicht sagen. Warum die auf einmal so explodiert. Ging auf einmal ab 2010 richtig nach oben. Auch hier diese Häuserreihe hier am Bahnhof. Nicht schlecht. So, was machen wir jetzt? Wir können jetzt schon mal unsere Brücken bauen, die hier am Flughafen vorbeigehen. 4 Gleise. Da habe ich mich erstmal dann nur für die normalen hier entschieden. So. Gucken, wo wir dann hingehen. Erstmal bauen wir jetzt eine Brücke, die dann darüber passt. So. Schön. Aber dann nehmen wir hier 160. 160, ne, wir haben überall diese Brücken, nehmen wir die da auch. So. Zack. Zeit läuft auch schnell, das will ich doch nicht. Kann natürlich jetzt auch mit der hier komplett darüber gehen, ne? Macht das Sinn? Eigentlich müssten wir das, wa? Weiß es nicht. Jetzt hier hinpacken. Machen das so. So. Das geht dann darauf. Und die hier. Na, musst du da ansnappen. Die gehen dann da hinten noch mit drauf. Da haben wir quasi 6 Gleise. 4 gepackt. So, das ist ja schon mal was. Und dann geht das nämlich hier jetzt mit der Brücke. So, dass es einigermaßen schön aussieht. Wird zu hoch. Jetzt noch dahin. Schön am Rollfeld lang. Wenn die Flugzeuge starten und landen, das sieht bestimmt gut aus. So. Oh, wir müssen auch ein bisschen auf unser Geld aufpassen. So, das können wir jetzt mal bis dahin lassen. Wir können auf jeden Fall noch Schiffe fahren, falls wir mal welche fahren lassen sollten. Wüsste jetzt aber allerdings auch nicht wohin. Vor allen Dingen schon gar nicht nach hier. Was soll da auch immer? Was soll da auch herkommen? Sieht gut aus von hier oben. Das gefällt mir, was wir da gebaut haben. So. Ach, hier haben wir alles. Das passt. Das passt auch. Tja, meine andere Strecke, die ich jetzt nächstes planen würde, wäre jetzt hier lang. Hier über Peterborough, Boston, Grimsby, Hull, Bridlington bis nach Whitby. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Strecke. Oh, jetzt kommen hier die neuen S-Bahn. Das sind viele. Da können wir jetzt hier schön abwechseln. Auch der neue ÖBB ist da. Den können wir eigentlich auch mal irgendwann einsetzen. Aber da hat er nur 60. Den müsste man dann schon eine Doppeltraktion dann fahren lassen. Aber das ist ja auch nicht das Problem eigentlich. Ich will halt hier schön Abwechslung in meinem Bahnhof haben. Ja, London Bus hier. Jetzt backt der hier gleich wieder so ein bisschen rum, weil das ein bisschen lang wird. Zack. Naja, macht ja nichts.
Können wir nicht mehr ersetzen, dann machen wir da andere Busse hin und dann ist das auch wieder gut. So, dann gucken wir mal. Das wäre dann diese Röhre hier. Diese Röhre, das ist natürlich... Ich habe überlegt, ob ich den nochmal in Cambridge nochmal anhalte. Hier außen dann nochmal in Cambridge anhalten. Müsste man quasi mit dem parallel fahren. Und teilt sich dann hier. Keine Ahnung, wie das aussieht. Allerdings wird das auch alles ziemlich teuer jetzt. Und wird halt jetzt hier oben rauskommen. Im Prinzip jetzt ja nicht schlecht ist, aber jetzt hier so gerade durchbauen, sieht auch irgendwie ein bisschen blöd aus. Das soll ja auch ein bisschen schöner aussehen, ne? Da müsste man im Prinzip auch schon jetzt sehen, dass man hier rankommt. Also schon hier oben rüber. Dann das Stück mit runter und dann hier ab. Dann hält man den Cambridge auch nochmal an. So würde ich das jetzt dann schon fast sagen. Oder? Was meint ihr, meine Freunde? Hier, den nach dem Bahnhof rein. Dann geht es dann hier hoch, die ganze Strecke bis nach Whitby. Alter, das wird aber eine lange Tour. Da kann man schon einen Doppelstock draufsetzen. Da wird London explodieren, ich sag's euch. Zack. Eine schöne große Kurve bauen, so. Geht da noch. Weil das soll ja eigentlich schön getrennt bleiben. Ich jetzt hier... Natürlich jetzt dumm, ne? Jetzt muss ich das hier hinten irgendwo machen. Wir uns hier dann trennen. Na. Zack. So. So. Ich kann nicht noch einen Zug. Hat er vorhin eine andere Richtung. Ha. So. Ja, meine Freunde, dann machen wir jetzt hier mal gerade noch den Tunnel. Zack. Zack. Hier spuckt jetzt an den nicht so, dass es worauf ich eigentlich so, was ich so schön finde, aber. Na gut. Und hier biegen wir jetzt ab Richtung dem Bahnhof, den wir jetzt hier entsetzen. Können wir mal gerade gucken. Das machen wir noch gerade. Und dann muss ich los. Ich will mich noch aufbitchen, weil es geht nämlich gleich ins Kino. Deadpool 2. So, machen wir hier 240 Meter lange Bahnhöfe. Wer weiß, was kommt. Weiß, was kommt, ne? So. Da ist der Ra. Da geht's. Dann kommt er da hin. So, ach, jetzt haben wir natürlich noch Höchstgeschwindigkeit. Also eigentlich auch egal, aber es sieht optisch. Optisch sieht es schön aus. So. Zack. Und dann gehen wir jetzt hier schön drauf und trennen uns dann hier. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann in 2 Tagen wieder einschalten würdet. Bis dahin, meine Freunde, haut rein, macht's gut. Ciao.